Es ist Tag 4 auf dem 33. Chaos Communication Congress in Hamburg. 4 tolle Tage voller Programm auf der Bühne des Sendezentrums liegen hinter uns. Und hier sind noch einmal für euch vom Sendezentrum Ulrike, Martin und Tim. Hallo. Hallo. Hallo Sendezentrum. Genau. Moin, moin. Wow. Endlich mal auf der Bühne. Ja. Immer nur dahinter sich versteckt. Wie, du warst jetzt gar nicht auf der Bühne oder was? Nee, immer nur dahinter. Zur Begrüßung. Aha. Ja, stimmt, zur Begrüßung am Anfang. Rollenwechsel. Ja, das sind so diese Veranstalter. Wir haben auch Momente. Gehört, es gab hier Kongress. So, da hinten. Irgendwo in diesem Gebäude sind noch andere Sachen passiert. Genau, da sind wir nämlich mit meinem Thema. Ehrlich gesagt, wir haben am Anfang nur gedacht, wir winken jetzt noch mal ganz kurz und dann war es schön. Und dann dachten wir so, eigentlich könnte man auch noch mal ein bisschen Resümee ziehen, weil es, glaube ich, ganz sinnvoll ist, auch mal zu erklären, warum es das hier eigentlich gibt und was wir uns dabei gedacht haben. Und natürlich würden wir auch ganz gern hören, ob irgendwas von dem, was wir uns dabei gedacht haben, auch so funktioniert hat. Oder auch eben nicht funktioniert. Was auch okay wäre, weil mit Fail kommt man ja auch voran. Was haben wir uns dabei gedacht? Ja, also ich habe vor 4 Jahren oder so mal so ein kleines Hirnstürming gehabt mit Claudia, die heute ja leider nicht hier sein kann. Aus schönen Gründen. Aus schönen Gründen, da kommen wir noch zu. Und trotzdem, weiß ich nicht, wir waren so ein bisschen dabei, so unser allgemeines Projektbranding so ein bisschen hin und her zu wurschteln, um mal irgendwie richtig abzubilden, welche Gruppen machen jetzt gerade eigentlich was und wofür steht das und so weiter, weil wir haben ja hier schon so diverse Namen erfunden mit Potlove und Hasse nicht gesehen und zum Beispiel auch so diese Veranstaltungsserie, die wir gemacht haben, haben wir auch gerade umbenannt, einfach weil wir finden und da auch, glaube ich, sowohl Claudia als auch ich es immer sehr genau nehmen, dass die Dinge einfach den richtigen Namen tragen, weil ein Name einfach auch schon eine ganze Menge von so einer Idee kommuniziert. Und naja, dann ging das irgendwie so hin und her und dann kam dann irgendwie so dieser Moment, wo wir irgendwie so diesen Präfix Sende aufgegriffen haben. Und dann kam das irgendwie so zack, 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 Sendestudio, Sendezentrum, Sendebereitschaft, Sende, das war einfach ein geiler Präfix so, mit dem konnte man irgendwie arbeiten. Und Sendezentrum stieg dann irgendwie schnell auf zu so einem zentralen Wort. Und es war dann am Anfang vielleicht auch mehr nur die Bezeichnung für diesen Ort hier auf dem Kongress. Da waren wir da hinten, ne? Das erste Mal auf dem 30C3. Genau, also tatsächlich geboren wurde das auf der Republika. Da haben wir nämlich das allererste Mal gemacht. Also vor, ich weiß schon gar nicht mehr, wie viele Jahren, wie lange ist denn das schon her? Verdammt, 4 Jahre oder so? Oh Gott. Und da haben wir das erste Mal ausprobiert. Und die Idee war einfach, auf einer Veranstaltung einen Ort zu schaffen, wo man eben diese Medientätigkeit, die eben nicht die gewohnte, etablierte Medientätigkeit ist, sichtbar zu machen. Und dann eben auch konkret natürlich Podcast, weil es ist uns irgendwie am liebsten. Ich habe das auf anderen Veranstaltungen gesehen, wo zumindest mal so Räume bereitgestellt wurden, wo dann auch so diese ganzen verrückten YouTuber da irgendwie ihre Hampelvideos machen konnten und so. Und ich brauche ja dann immer so eine Kammer, wo sie dann so zucken. Und wir wollten halt einfach eigentlich diese Entspanntheit des Podcastings, was das Medium prägt, halt irgendwie hinbringen. Ja, genau. Und dann kam das dann irgendwie auf den Kongress und dann haben wir irgendwie gemerkt so, auf dem Kongress passt das irgendwie noch besser. Also man merkte so, dass das einfach viel besser angenommen wird. Aber so der erste Versuch, das war dann da vorne in der Ecke, da war da noch kein Durchgang. Ja, der war noch so ein bisschen Beta und man merkte so, dass weder wir noch alle anderen, die wir versuchten anzusprechen, irgendwie so, schon so richtig geschnallt haben, worum es eigentlich geht. So, ne? Ich habe mir morgen mal den Blogpost durchgelesen vom 30C3, was da geplant wurde. Also inhaltlich war es schon sehr nah an dem, was auch heute noch die Aussage ist. Aber
natürlich noch mit viel weniger Programm und Platz, den wir damals zur Verfügung hatten. Also ich weiß auch, mein erster Kongress, wo ich da war, auf dem 30C3 und hatte auch das Glück, dass ich dann da gleich andocken konnte an der Podcasting-Area. Ja. Ja, vor allem, was mir jetzt auch gerade selber wieder einfällt, also ein tragendes Element dieser ganzen Sendestern-Nummer war die Sondersendung. Mhm. Und die haben wir ja dann hier gemacht und das war quasi so ein Daily-Magazin über den Kongress und ich weiß, das fanden auch viele ganz toll. Aber es war ein Riesenstress, glaube ich. Es war unglaublich anstrengend. Also das, man hat da einfach, dann gibt man den Kongress einfach aus der Hand. Also wenn man sowas hier macht, dann macht man auch nichts anderes mehr. So. Dann ist ja gut, dass wir die nicht mehr machen, sondern jetzt dann auch viel Freizeit hatten auf dem Kongress. Ja, ist jetzt nicht unbedingt weniger geworden, aber... Anders. Aber es ist, sag mal, betrifft aber nicht nur dich, sondern du musst im Prinzip auch gleich so ein richtiges Team aufrufen, weil du brauchst im Prinzip immer so 10 Leute, die überall über den Kongress meandern und dann hier Leute greifen, verhaften hier, wir brauchen dich um 18.15 Uhr an der Stelle, aber sei bitte 2 Minuten vorher da. Das sind so Ansagen, die man liebt auf dem Kongress, ne? Und deswegen, obwohl das dann eklatant gut funktioniert hat, war aber der Aufwand, um da hinzukommen, war irgendwie so. Und dann hat das schon beim nächsten Mal, als wir dann da hinten in die Ecke gezogen sind, mit der Sondersendung, das wurde dann sozusagen nur noch auf eine Abschlussveranstaltung, so ähnlich wie jetzt, runtergedampft, wo wir dann nur noch so Lessons learned gemacht haben und damit war eigentlich schon so dieses eigentliche Ding der Sondersendung war schon irgendwie weggestampft. Was aber dann dazu kam, war, dass dann so vom Jahr davor alle Leute so, Bühne, Mikrofone, kann man ja auch mal ausprobieren. So. Also das, man merkte so richtig, wie das so anfing zu rattern und dann hatten wir ja irgendwie methodisch inkorrekt auch das erste Mal da, haben wir ja gesehen, Explosion, was das für Folgen gehabt hat und auch viele andere Sachen und man merkte halt, okay, das funktioniert eigentlich irgendwie so in dieser ganzen Community noch viel besser. So, und dann sind wir ja hier hingezogen letztes Jahr. So mit dem Platz merkt man auch so, okay, Nachfrage ist irgendwie da und ja, und jetzt haben wir in gewisser Hinsicht so eine Verstetigung gehabt, dass wir zumindest erstmal den Platz nicht gewechselt haben. Aber was ich jetzt aber sehr schön finde, was mich persönlich sehr freut, ist, dass so die Änderungen, die wir dann eben am Konzept vom letzten Jahr vorgenommen haben, so eine echte, so eine Finalisierung war. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, man hat jetzt hier so einen Modus gefunden, der irgendwie ganz gut funktioniert hat. Ich weiß nicht, wie euch das so geht. Ich meine, ihr wart ja jetzt letztes Mal nicht dabei, deswegen ist es Ulrike war da letztes schwierig. Jahr. Ich war hier, aber ja nicht da mit im Orga-Team. Ja, dann sag doch mal, Ulrike, wie du das so empfindest im Vergleich. Größer, bunter, flauschiger und mehr Einhorn. das war letztes Jahr mein erstes Mal Kongress, mich hat alles überfordert. Ach so, ich hatte das vorher noch gar nicht, deswegen kann ich dir das jetzt gar nicht aufdröseln. Oh Mann, ey. Das hat mich einfach alles überfordert hier. Aber also, so soll es ja auch sein. Ja. Ja, also die beiden sind echt überrollt worden, weil wir dann nämlich, jetzt kommt die Story, also Ralf und Claudia, die das halt im Wesentlichen, muss man sagen, vorangetrieben haben, das Sendezentrum, also die wirklich den Großteil der organisatorischen Tätigkeit im Vorfeld und dann auch vor Ort geleistet haben. Und nicht nur auf dem Kongress, sondern auch 2-mal im Jahr Subscribe. Und ja, die ohnehin, also die an Umtriebigkeit kaum zu überbieten sind. Und jetzt hat sich da so Familienfreude eingestellt, so, und deswegen sind sie entschuldigt. Ja, und dann haben wir irgendwie euch irgendwie überredet und ihr habt einfach gesagt, wir wissen nicht, worum es geht, wir sagen jetzt einfach mal ja. Genau, ich erinnere mich noch, Claudia gefragt, wie viel ist denn das so im Vorfeld vorzubereiten? Und dann sagt sie, ach du, vor Weihnachten, da ist fast gar nichts. Und dann reist du da irgendwie an Tag 0 an und dann steht da auch schon die Hälfte und das macht sich fast von selber. Also es war, also Claudia, wenn du das jetzt hörst, es hat fast so hingehauen, wie du es gesagt hast. Wir konnten dann doch einmal auf den Weihnachtsmarkt gehen, das hat dann noch hingehauen. Nee, also es war schon eine Menge zu tun. Also wir haben, glaube ich, so nach der Subscribe im Oktober dann so mal angefangen, drüber nachzudenken, was muss man denn alles machen. Dann mit Ralf und Claudia so mehrere Abendgespräche geführt, wo sie dann Namen, Aufgaben, Prozesse
mir mal ins Notizbuch diktiert haben und ich habe das dann zu Hause versucht nachzuvollziehen und wir haben dann in den Wochen danach mit ganz vielen Leuten aus dem Club und von Sendezentrums Community Kontakt aufgenommen, um überhaupt mal rauszufinden, wie dieser Kongress hier tickt, wenn man auf der Orga-Seite steht, also was da ineinander greift, und es war echt, also war zumindest für mich und ich glaube für dich auch, ja, eine richtig enorme Lernkurve und vielleicht auch ein bisschen holprige Lernkurve an manchen Stellen, aber die, also, hält auch bis jetzt noch so an. Ja, ja, also wir haben auch schon eine Liste angefangen, was alles anders, besser, schöner gemacht werden muss, aber gibt auch mal einen Eindruck, wie das so ist, auf so einen Kongress organisatorisch zu treffen, weil das kann ich überhaupt nicht so, also, nachvollziehen. Ich kenne es ja so von der Arbeit her und von den großen Organisationen. Es gibt dann irgendwie so klare Hierarchien und man spricht dann mit demjenigen, der geht dann zu seinem Abteilungsleiter, der geht dann zu seinem Abteilungsleiter und irgendwann kommen dann die Infos vom Abteilungsleiter wieder runter. Und hier gibt es keine Abteilungen, keine Leiter. Es gibt so Kompetenz, die im Raum steht und die sich dann auch bemerkbar macht. Und das ist dann auch okay. Und das ist dann egal, ob der eine dann dem anderen vorgesetzt ist. Und das war interessant kennenzulernen. Und ja, auch wie so verschiedene Leute ineinander greifen und was auf was einen Einfluss hat, was man vielleicht dann jetzt erst so an Tag 4 mal langsam beginnt zu erahnen. Also welche Untergruppierungen da mit wem sprechen. Und das war eigentlich sehr interessant. Gib mal ein Beispiel. Na, zum Beispiel diese Infobeamer-Geschichte oder dieses Konferenzplanungstool. Also das hat sich dann für mich dann nach und nach rauskristallisiert, wie, an welchen Stellen dann tatsächlich dieses Planungstool, mit dem du hauptsächlich gearbeitet hast, überall greift. Also Claudia meinte noch ganz am Anfang, ja, das FRAP, das ist das, der Single Point of Truth. Und ich dachte, das wäre dann eine schöne Formulierung, die auch sehr griffig klingt, so ein Ring sie zu knechten. Aber es war dann tatsächlich auch ein bisschen so, also dieses Planungstool, das greift in das Engelsystem, um sicherzustellen, dass hier Leute stehen und die Kameras bedienen und Access Control machen. Das greift in die App, damit ihr seht, wann hier Veranstaltungen stattfinden. Das greift auf den Infobeamer zu, damit ihr hier auf den Leinwänden und in den anderen Räumen seht, wo was gespielt wird. Und ja, das war eigentlich so für mich so ein ganz großer Erkenntnismoment. Und da ratet es jetzt auch schon, was wir dann nächstes Jahr an der Stelle ändern und vielleicht noch verbessern sollten. Mhm. Und Ulrike, also ich meine, sag mal Martin, wann warst du denn das erste Mal auf dem Kongress? Auf dem 30C3. Also da, wo wir wirklich das erste Mal hier, okay, da war ich auf dem ersten Workshop in der Republika. Auf und, der Republika und danach war, auch auf dem 31. Auf dem 31C3 war nochmal und letztes Jahr war ich nicht. Okay, gut. Also dritter und bei dir zweiter Kongress. Mhm. Und wie, ich meine, das ist ja dann auch eine steile Karriere, irgendwie erst mal rumlaufen und dann schon die ganze Zeit irgendwas in den Fingern haben. Das war was ganz anderes. Es war aber auch insofern schön, dass man einfach immer hier seinen Andockpunkt hatte. Klar konnte man hier auch so immer mal vorbeikommen, aber einfach zu wissen, da hinten ist der Platz und man hat immer Leute, mit denen man irgendwie auch noch was zu klären hat. Und irgendwann, als es dann noch irgendwann lief, hatte man dann noch mal die Chance, mal eine Runde zu drehen. Aber im letzten Jahr ist man dann halt irgendwie die ganze Zeit irgendwie Kreise gedreht. Und da war ich dann manchmal auch noch so ein bisschen verlorener, da kannte ich auch das mit diesen Chaos-Patinnen und sowas, das war mir alles noch komplett neu, jetzt kennt man es schon so ein bisschen, aber das ist hier auch so ein großes Patenzentrum auch irgendwie. Jeder packt mit an, jeder hilft mit und man hat einfach, ich glaube, ich habe noch mehr Leute kennengelernt als letztes Jahr auf dem Kongress, einfach durch diese Tätigkeit, genau, hier, und das war ganz großartig. Ja, ja, das, ich glaube, die Erfahrung macht hier jeder, egal ob jetzt Engel oder in irgendwelchen anderen Bereichen, das. Also das Schlechteste, was man machen kann, ist einfach nur so teilnehmen, rumlaufen und durch die Gänge laufen. Das muss man am Anfang mal tun, so. Aber ja, in dem Moment, wo man irgendwie aktiv in diesen ganzen Organismus mit einsteigt, dann wirkt es erst so richtig. Ich weiß nicht, ich war jetzt letztes Jahr nicht, habe dann halt die Streams und die Aufzeichnungen von der Bühne hier gesehen. Dieses Jahr habe ich, also hast du hauptsächlich Programmplanung gemacht. Kannst du irgendwie, oder könnt ihr einen Vergleich ziehen, Programmentwicklung letztes Jahr, dieses Jahr? Ich meine, wir haben es dieses Jahr zum ersten Mal gemacht und haben halt wirklich versucht, buntes Programm zusammenzustellen, vielleicht auch so ein bisschen die Tageszeiten mit zu berücksichtigen. Glaube ich, haben wir dann versucht, ich weiß noch, zu Hause hast du dann immer auf dem Fußboden die Zettel hin und her geschoben und dann haben wir ganz lange überlegt, wer macht denn jetzt wann und die können nur am ersten Tag. Und wann räumst du die wieder weg und ich will aufs Sofa? Und ja, ich komme nicht aufs Sofa, da liegen hier überall diese Programmplanungszettel rum. Ja, die Morningshow war um 12. Ich würde sagen, das passt schon mal ganz gut, ne? Oder? Also so für andere Leute so wie 6. Aber was mehr Programm als letztes Jahr, weniger gleich viel?
Oh, das kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht quantifizieren. Ich denke mal, so richtig groß dürfte sich nicht unterschieden haben. Der vierte Tag war auch etwas dünner. So, und von daher haben wir hier schon eher mehr. Ich glaube, das war auch so ein bisschen die Konsequenz daraus, dass wir letztes Jahr waren hier eigentlich am vierten Tag alle vollkommen im Eimer, weil sich dann auch noch diese Party dann materialisiert hatte. Und ich habe so den Eindruck, dieses Jahr hat eigentlich viel sehr gut funktioniert. Also es war eigentlich selten wirklich jetzt totale Panik oder Leute mit diesem "Sprich mich nicht an" Blick so am Rechner. Das ist schön. Wie war denn überhaupt die Sitzplatzentwicklung von dort zu hier zu dieses Jahr? Ja, es ist immer ein bisschen mehr geworden. Also ich weiß nicht, da hinten waren es irgendwie, glaube ich, so 50, 60 Sitze, da hinten unwesentlich mehr. Und hier haben wir das ja dann auch anders aufgebaut. Also das, wie es jetzt ist, ist im Prinzip eine direkte Folge aus den Erkenntnissen des letzten Jahres. Wir haben halt gemerkt, so okay, also erstens, der Ansturm ist relativ groß. Alles, was hier in irgendeiner Form Sicht hat zur Bühne, sollte mit Stühlen bestückt sein, soweit man eben nicht was freihalten muss für Feuerwehr. Falls ihr euch da gefragt habt, warum da hinten so ein freigelassener Bereich ist, das hat hier einfach was mit Feuerwehrvorgaben zu tun. So, aber das jetzt hier auch so auf die Seite hin zu erstrecken und vor allem auch unsere ganzen organisatorischen Aktivitäten der Podcast-Partin etc., der sonstigen Assemblies hinter die Bühne zu verlegen, war, glaube ich, ein richtiger Schritt. Dadurch kriegt das hier sehr viel mehr Ruhe rein. Und da hinten wird auch nochmal mehr Sichtbarkeit erzeugt. Das war ja auch so ein Ziel, was wir hatten, dass wir eben diesen Podcasting-Tisch da aus dieser Ecke rausholen und wirklich sichtbar machen in den Laufwegen so ein bisschen, dass sich Leute dann auch dieses Jahr explizit da andocken können, mit den Sofas mithören können und dann so nicht nur eine Sichtbarkeit, sondern auch so das, was Podcasting eigentlich ausmacht. Ich höre zu und habe so einen ganz intimen Moment, wo ich mir die Kopfhörer aufsetze und bei der Aufnahme meines Lieblingspodcasts quasi dabei sein kann. Also das war, glaube ich, was wir dieses Jahr ganz gut geschafft haben umzusetzen. Zusätzlich, dass wir die Assembly und den Podcasting-Tisch so ein bisschen aus der Beschallung von der Bühne rausgenommen haben. Genau. Also ich denke, das war auf jeden Fall der richtige Schritt und das hat auch ziemlich genauso funktioniert, wie ich mir das gedacht hatte. Die andere Maßnahme war halt jetzt hier die Bühne eben auch noch mit so einem hinteren Zugangsbereich zu machen, was einfach auch so diesen Showcharakter ein bisschen mehr unterstützt, weil das ist ja auch so ein bisschen so eine Erkenntnis. Wenn man so Podcasts aus seinem stillen Kämmerlein macht, naja, wisst ihr ja, ne? Da kann man halt irgendwie ausschweifen, 5 Stunden lang über was weiß ich rumnörden. Das passt dann halt so, weil das passt dann eben auch zum Hörerprofil in gewisser Hinsicht, also zu dem Hörermodus, in dem man sich normalerweise befindet. Ne, man ist für sich allein, man fährt Straßenbahn, macht irgendwas im Haushalt, pipapo. Aber hier, wo man eben dann ohne Kopfhörer in einer größeren Gruppe, die dann auch vielleicht schon teileuphorisiert ist, dann will man irgendwie was anderes. Also so same but different. Und im Prinzip muss ja jeder Podcast oder jedes Format, was hier auf die Bühne geht, drüber nachdenken, was sozusagen dieses Format ausmacht, ist denn so wandelbar, dass das eben auch in so einer Situation funktioniert. Die muss kurzweiliger sein, die sollte halt potenziell unterhaltsamer sein, ohne jetzt gleich immer albern zu sein. So, das ist schon ein merkwürdiges Abwägen. So. Und auch da habe ich den Eindruck, dass das ganz gut funktioniert. Also, dass man diese beiden Modi so besser kommuniziert. So, es gibt so, dass ich produziere fürs Abonnieren und ich produziere fürs Live-Konsumieren, halt auch mit Bild etc. Ja, ich meine, wir haben ja auch hier gelernt, so was weiß ich, also allein schon mal brauchbares Licht auf der Bühne zu haben, sowas ist uns letztes Jahr überhaupt nie eingefallen. Ah ja, Licht, ja, stimmt ja, Kamera, brauchen ja Licht. Das merkt man dann so einen Tag vorher. Wir haben gerade sogar hier Sonnenschein. Von wegen Nerds kriegen keine Sonne ab. Oh. Genau? Genau jetzt. Das war mir noch gar nicht klar, dass wir irgendwie auch Sonnenschein abkommen können. Ja, die Nachmittagssession ist immer hier so ein bisschen lichtdurchflutet. Wow. War ich noch braun. Ja, was ich auch festgestellt habe, ist tatsächlich, dass viele, wenn sie hier auf der Bühne sitzen und dann sagen, ja, mal gucken, wer so kommt und dann erstmal so in dem Modus sind, wir nehmen jetzt hier mal unseren Podcast auf, sitzen wir halt nicht am Tisch, sondern auf der Bühne, aber sobald sich das dann hier füllt und ihr alle hier dazukommt und dann auch Fragen stellt, also je später dann immer so diese Show lief, dann desto mehr sind die dann auch aufgetaut und am Schluss hat man so den Eindruck gehabt, jetzt wollen sie gar nicht mehr weg, weil dann kamen Fragen aus dem Publikum und dann kam wirklich so diese Interaktion zustande. Also das war so eine schöne Entwicklung, die man dann immer so regelmäßig beobachten konnte von hinten. Genau. Ja, jetzt könnte man natürlich noch überlegen, wie kann man das jetzt so verbessern? Ich denke, was eigentlich nach wie vor echt gut wäre, wäre diese Sondersendung wieder hinzubekommen. Allerdings
ist das halt, wie schon angedeutet, eben nicht mal so eben zu machen, sondern im Prinzip ist das auch so, was auch so ein bisschen so ein Trend dieses Podcast-Jahres war, nämlich so diese langsame Annäherung an, ich sag mal, an journalistische Elemente. Ich will jetzt noch nicht so von journalistischen Formaten reden, die gibt's ansatzweise auch schon, aber dass man so selber versucht, mehr sich zu trennen von dem reinen Unterhaltungsaspekt und dem, wir können ja hier machen, was wir wollen, hin zu einem, jetzt gucken wir mal, wie wir eben die Inhalte hier auch ganz gut kondensiert bekommen. Und ich glaube, journalistisch war jetzt gar nicht das richtige Wort. So, was Relevanz ich eigentlich, ich meine, glaube ich, redaktionelle Arbeit. Okay. So, also, dass man sozusagen für sein Format auf der Veranstaltung dann eben auch plant. Das heißt, man bräuchte quasi hier noch so eine richtige Redaktion, quasi so einen Tisch, der jetzt nochmal unabhängig von der Bühnenproduktion ist und unabhängig von den ganzen Assemblies, der eigentlich wirklich nur die Redaktion ist. Und ich glaube, da habe ich auch noch eine gute Domain dafür. Und dann braucht man halt jetzt sozusagen so ein Team, ja, also was weiß ich, so Berichterstattungsengel, die eigentlich so ein bisschen rasende Reporter-mäßig rumlaufen, Talks beobachten oder mit Leuten sprechen, die sich Talks anschauen. Und und dann versuchen quasi so möglichst schnell die Essenz des Kongresses zu liefern, dass man sozusagen auch bekannt wird auf der Veranstaltung als, oh, hier ist was Interessantes passiert, so, ja, Sack Reis umgefallen in Garderobenfoyer 1, da rufe ich doch mal die Bild an, die Sondersendung, so. Wird ja sowieso spannend, wenn es dann in neue Räumlichkeiten gehen sollte, ob man dann wieder so eine schöne, ich fand die Durchgangssituation hier einfach toll, nicht so einen abgeschlossenen Saal, sondern dass einfach immer welche stehen bleiben können und einfach mal reinlauschen und nicht sich durch eine Tür und am Türsteher vorbei in den Saal quetschen müssen, um dann festzustellen, dass sie wieder verschwinden wollen. Genau, also Garderobenfoyer 1 ist einfach mal der Knaller. Das wird aber auch nicht umgebaut, ne? Also wenn dann irgendwann die Rückkehr kommt? Soweit ich weiß, bleibt das tatsächlich so erhalten. Es wird sich nur da hinten an den Räumen wird sich noch ein bisschen was ändern, also so jenseits der Seite, aber das wird hier tatsächlich im Wesentlichen so erhalten bleiben. Vielleicht können wir noch Wünsche abgeben, was wir uns denn hier so akustik- und bildmäßig so wünschen würden. Ja, ich würde mir mal eine höhere Deckenhöhe würde ich mir mal wünschen, das wäre schon mal ganz gut. Ne? Weil die Auftrittssituation ist natürlich... Und hier so Klimaanlage. Man kommt immer so eine leicht demütige Haltung hier auf die Bühne, was natürlich dem Publikum immer ganz gut ist, aber wenn man dann wirklich so rausspringen will, wäre es dann natürlich schön, man hätte dann 2 Meter Platz. So. Aber was haben wir denn noch auf der Uhr? Was haben wir denn noch auf der Speicherkarte? Noch genug. Ich lasse mal ein paar Bilder durchlaufen. Das wäre wirklich noch so ein Moment, wo wir sagen würden, da müssen wir vielleicht auch noch inhaltlich nochmal arbeiten, dass man wirklich so diese Bühne ausnutzt. Also hier sind ja wirklich so ein paar Spielereien gemacht worden mit Schattenspiel und dem Einhorn auf der Bühne. Und ich finde diesen Platz, man traut sich dann tatsächlich am Anfang immer nicht so richtig, den zu nutzen. Und vielleicht müssen wir da auch inhaltlich noch ein bisschen mit den einzelnen Formaten nochmal davor planen, wenn wir wissen, wie hier die Situation sein wird. Also das mit der Rückpro, das hat super funktioniert, oder? Das war schön, ja. Ja, es sollen ja auch so Nerds gewesen sein, die meinten so, was, sowas gibt es? Da kommt man schon ein bisschen ins Grübeln, ne? Weil letztes Jahr hat man dann eben auch diesen Platz noch gehabt, wo dann Leute da vor dem Beamer teilweise gestanden haben und so war er einfach schön aus dem Bild. Genau. Und man kann halt auch solche sportlichen Sachen machen, hier wie mit Schattenspielchen. Und ich denke, das ist halt auch so ein Element. Das habe ich vorhin auch gar nicht so gesagt. Also das Sendezentrum ist übrigens mal so ganz nebenbei auch noch, also unter anderem auch so ein bisschen so ein Spielplatz für das VOG. Hier ist zum Beispiel letztes Jahr das erste Mal diese Schneidesoftware, dieser Softmixer ausprobiert worden, während alles andere noch quasi konventionell gefahren wurde. Und jetzt nach einem Jahr ist das quasi da der Standard. Bin mir nicht so sicher, was dieses Jahr jetzt alles ausprobiert wurde, aber die Bühne agiert sozusagen auch so ein bisschen als Ausprobierstation und als Experimentierstation, was man so jetzt bei den anderen Bühnen nicht so ohne weiteres machen kann. Und an der Stelle würde ich mir eigentlich auch noch mehr wünschen. Ist schon sehr viel besser geworden, mit jetzt hier so dieses, erstmal dieses Verständnis zu haben mit
wo will man eigentlich einen Bildschirm haben und welche Flexibilität will man haben, was wann wo zu sehen ist, wo hat man irgendwie ein Preview, wo ist irgendwas die ganze Zeit gemirrt, mega komplex, da versteht man, warum Fernsehen so aufwendig ist, weil bei Bild ist es irgendwie einfach mal eine ganz andere Nummer als bei Ton. So, aber das dann eben auch so nerdmäßig, spielerisch voranzutreiben, mit guten Ideen auszustatten, ich denke, da ist noch eine Menge Luft nach oben. Aber wenn wir gerade beim Ton sind, also das wollte ich auch nochmal sagen, deswegen habe ich auch noch immer ein Foto reingepackt. Also wir hatten nicht nur das am schönsten beschriftete Mischpult dieses Jahr, also wirklich mit Farben und richtig gut markiert, sondern auch, ich finde, die beste Audio-Crew hier auf dem Kongress. Also da gerne auch nochmal einen großen Applaus für die Audio-Crew. Hol mal. Auf jeden Fall. Und die Bild-Crew. Ja. Jetzt wird ja uns gleich hier Kopfhörer abgedreht, wenn wir sowas sagen. Dann machen wir schnell noch ein bisschen Organisatorisches oder haben wir noch was zum Setup an sich? Wir können ja auch mal ein bisschen hier vielleicht mal Mikrofone aufmachen. Ja. Ob euch jetzt mal irgendwelche Fragen gekommen sind, weil wir können jetzt gar nicht so richtig einschätzen, was euch vielleicht interessiert oder was ihr sonst noch so beizutragen habt. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, so wie wir das hier so gemacht haben, oder warum oder was auch immer ihr noch sozusagen hier vielleicht mit einbringen wollen würdet. Hat irgendjemand eine Frage, hebt doch mal die Hand, dann würden wir auch mal ein Mikrofon ranholen. Oder Verbesserungsvorschlag außer mehr Plätze. Das haben wir schon notiert. Was ist das jetzt wieder so? Ist doch alles super und ja. Na, dann machen wir es genauso wieder, nämlich den 3D-Plan wieder. Na, guck mal, hier haben wir doch einen. Ah, wenn man lange noch fragt, dann okay. Kommt doch einer. Genau. Sag doch mal was. Ihr könnt auch natürlich sagen, dass alles super ist. Das geht auch. Eine kleine Frage. Du hast erzählt, ihr habt so viele Prozesse, Vorbereitungen, Organisationen. Das ist im Wesentlichen irgendwie mündlich dir übertragen worden. Habt ihr das irgendwie auch verschriftlicht, dass andere davon lernen können? Es gibt tatsächlich ein Vorbereitungsdokument. Das haben Ralf und Claudia angelegt. Das habe ich auch mehrmals durchgelesen. So richtig verstanden habe ich dann tatsächlich aber jetzt erst, wo die Veranstaltung rum ist. Also was bedeutet und vielleicht arbeiten wir da jetzt auch noch mal ein paar Sachen ein, die uns jetzt aufgefallen sind. Also man erfasst es dann tatsächlich erst, es war halt nicht, weil es falsch formuliert war, sondern weil irgendwie so diese Tragweite von bestimmten Sachen sich dann erst klar macht, wenn man dann hier steht und denkt, ah, das hat Claudia und Ralf damit gemeint, als sie das aufgeschrieben haben. Mhm, jetzt ergibt es Sinn. Und wir dokumentieren auch was wir erlebt haben, haben schon den Ideenpool, To-Dos, Sessions für die Subscribe, Sachen, über die wir mal reden wollen, uns ausgedacht und werden das Dokument auf jeden Fall noch ergänzen. War die Frage auch, ob das irgendwie mal zugänglich sein wird für andere Leute? Dann hattest du ja vorhin überlegt, ne, wie man so einen Learning-Prozess auch mal sichtbar macht für Leute, die vielleicht was Ähnliches mal auf die Beine stellen wollen. Na, meiner Meinung nach funktionieren ja da Podcasts am besten. Mhm. Ne? Nee, ganz ehrlich, gerade weil so dieses, was ist wichtig und was hat Relevanz und was steht jetzt nur auf dem Blatt Papier, das ist immer so die Schwäche von Schrift, dass du da kannst du irgendwas bold machen oder italic, aber ne, das ist, da kannst du einfach mit der Stimme noch sehr viel mehr rüberbringen. Also, klar, man kann das alles aufschreiben und das ist manchmal auch ganz hilfreich so, ja. Ich habe irgendwann mal so diesen Kongress aus der Hand gegeben und dann habe ich mich wirklich 2 Monate lang hingesetzt und habe alles, was ich über diesen Kongress wusste, alles, aber wirklich so alles im Sinne von jeder einzelne Raum war da irgendwie in einem Wiki reingeschrieben. Und lustigerweise gibt es dieses Wiki jetzt in seiner, ich weiß nicht, 10. Iteration oder 12. Irgendwie immer noch. Das hat immer so weitergelebt, weil das dann so sozusagen sich damit so manifestiert hat. Aber am Ende so konkrete Erfahrungen und selber ausprobieren und Fehler machen, das schlägt das irgendwie immer noch 10-1. Also man kann da noch so viel machen, wie es ist. Was allerdings sehr hilfreich ist, was wir hoffentlich dieses Jahr gemacht haben, wenn man sowas aufbaut, dann sollte man sich irgendwie möglichst nicht nur, also wir haben da so einen 3D-Plan, habt ihr schon gesehen, sieht total schick aus, wenn ihr dann mal so genau vergleicht mit, wie ist es denn dann wirklich geworden, ja, dann sind da schon mal so kleine Differenzen, die sind dieses Jahr sehr gering, muss ich sagen, die Abweichung, aber auch da tun wir zum Beispiel sehr gut daran, die dann da auch sozusagen vorher, nachher mit einzuzeichnen, dass man dann eben auch seine Pläne möglichst während der Veranstaltung sofort den tatsächlichen Realitäten anpasst, weil erst dann hat man nämlich so
die Möglichkeit in dem, oh, jetzt ist ja wieder Sendezentrum, wie war denn das nochmal? Hatten wir da nicht mal so ein Dokument? Und dann schaust du auf deine Pläne vor der Veranstaltung, die mit der Realität halt wenig zu tun haben. Das hilft einem nicht weiter. Also dokumentieren vor Ort. Und Fotos machen. Also wir haben Fotos machen, aber auch konkret Maße. Also vor allem, wenn man halt am selben Ort bleibt, aber selbst wenn man nicht am selben Ort bleibt, so Abstände, Kameraabstände, Winkel, das ist irgendwie alles, kann alles wichtig sein, ja. Hier so, und unsere Tonmeisterin kam ja dann auch immer mit solchen Fragen, ja, wie viel Meter Abstand sind denn das jetzt von dieser Box bis zu dieser Box, so, ja, kratz, irgendwie, nicht drüber nachgedacht, weil das halt alles irgendwie am Ende eine gewisse Relevanz hat. Da gibt's noch eine Frage. Nele. Hallo, vielleicht so programmbezogen, ein Punkt Sondersendung auf jeden Fall, finde ich total cool, auch wenn es schön eine feste Zeit dazu gibt, könnte man ja auch verteilt machen, ne? Also dass dann Teams tageweise verantwortlich sind, ja, dass man das ein bisschen verteilen könnte auf Leute, die hier Bock darauf haben, das zu machen. Zweite Sache, am ersten Tag fand ich, war die Bühne recht früh nicht mehr belebt mit Programmen, ne? Das war dann irgendwie 22:30 oder so, war die letzte Show gelaufen. Das war so ein bisschen schade, ne? Also wenn die Leute dann auch erst spät kommen am ersten Tag oder so. Daran lag es auch. Also ich habe ja abgefragt, wer möchte wann oder wann geht's absolut nicht. Und Tag 1 waren halt wirklich wenige da. Die haben alle gesagt, ich muss unbedingt erst ab Tag 2. Am ersten Tag will immer keiner. Das ist ein echtes Problem. Also man hat am ersten Tag Flaute, weil alle wollen ankommen, kommen zu spät an oder wissen, dass sie sowieso erstmal hier im Kreis laufen wollen. Man merkt das ja auch an der Stimmung auf dem Kongress. So, der erste Tag ist immer so, was wird denn das jetzt für ein Kongress? Weil alle nur so Strom, irgendwie, Moment, keine Zeit, ich muss irgendwie hoch, runter, irgendwas abpacken. Und dann so Schnips, zweiter Tag und dann schon alle so, Kongress. Ja. Das verstärkt sich dann nochmal so am dritten Tag, das merkt man auch hier. Und jetzt ist halt so Hangover-Tag. So, ne? Insofern, ich fände es ja auch geil, wenn der Kongress 5 Tage lang wäre. Ich sehe aber auch die Gründe, warum das nicht möglich ist. So, das sind dann so die mehr oder weniger schlechten Ausreden. Muss man sich vielleicht mal mehr Gedanken darum machen, so einen ersten Tag konkreter zu kuratieren und da so von vornherein diese Lücke zu füllen. Da hinten. Jo, einmal sieht man ja auch auf dem Foto den Sendetisch und die Hörinsel fand ich prima. Gerade auch die eingezeichneten Teile, das war so ein bisschen selbstorganisierend dann oder selbstaufräumend. Was eventuell interessant wäre, für nächste Male die Bühne ein bisschen zu dokumentieren, weil das ja, also oder über ein Plakat oder ein bisschen das sichtbarer zu machen, weil das ja eine Stufe über dem ist, was man normalerweise in seiner eigenen Kamera, Kammer macht. Es ist, wenn man sich das genau anguckt, eigentlich nur mehr Kanäle in Anführungsstrichen, aber von außen sieht das doch schon mal eine ganz andere Größenordnung, viel mehr Aufwand aus, als es dann ja vielleicht sein könnte. Ich glaube, da hat sich auch ein bisschen was geändert zum letzten Jahr, da hat Ralf ganz viel mit Ultraschall noch gebaut. Im Gegensatz zu diesem Jahr, also die Audiotechnik war, glaube ich, noch nie so richtig einfach hier auf der Bühne, aber letztendlich ist natürlich nur eine Potenzierung von Sachen. Ich weiß nicht, ob ich deine Frage richtig verstanden habe. Bezog sich das jetzt im Wesentlichen auf die Audio, auf das Audio-Setup oder was? Ja? Und das sollten wir dokumentieren. Ja, das sollten wir. Könnten wir tun. Einfach so über ein Plakat oder so. Je nachdem, wie viel Zeit das versuche ich das auch mal. Schau mal. Ja, also meinst du so ein Diagramm, wie ist das jetzt hier alles aufgebaut? Ja gut, das machen wir mal, wenn wir wirklich vorher irgendwie total sicher sind, dass wir auch einen Plan haben, der auch so stattfinden wird. So. Den man nachbauen soll. Ja, gute Anregung. Aber danke übrigens für deine Bezeichnung Sendetisch. Wir hatten nämlich eine erhitzte Diskussion darüber, wie man diesen Ort nennt. Traditionell hieß der mal Podcaster-Tisch, jetzt ist es irgendwie Podcasting-Tisch. So, was ich persönlich so ein bisschen war mir so ein bisschen zu altbacken und ich wollte immer, dass das Sendestudio nennt. Jetzt nennst du es Sendetisch. Das wäre eigentlich ein ganz geiler Kompromiss gewesen. So. Gucken wir mal. Gucken wir. Nächste Veranstaltung kommt. Ja, genau. Diskutieren wir bestimmt. Weiter.
Ja, aber es geht ja hier ums Senden. Also es ist ja schon das Ding hier. Ne? Steht ja auch fast überall auf den Aufstellungen drauf. Genau. Sende. So, weitere Fragen? Anregungen? Ja, also mir war nur aufgefallen, dass das hier immer so ein Problem war mit dem Fluchtweg und so. Und dass sich immer wieder Leute da reingesetzt haben, weil eben keine Plätze mehr frei waren. Und klar, mehr Platz habt ihr sowieso auf dem Schirm. Vielleicht könnte man sich da noch irgendwas anderes überlegen, als dass immer ein Engel oder irgendwer da dann durchlaufen muss und alle Leute wieder wegschüchern muss, die dann später dazukommen und sich wieder hinsetzen. Oder andere Leute kommen dazu und setzen sich wieder hin. Also das war dann immer so ein... Ich meine, ist jetzt... So ein Unruhemoment. Ja, genau. Mhm. Und ich glaube, es ist auch ziemlich nervig dann für die Leute, die dann immer wegkomplimentieren müssen oder so. Ja. Das ist natürlich dann die Kehrseite von so einem offenen Raum. Also die positive Seite ist, Leute kommen vorbei, bleiben stehen, können einfach mal so zuhören. Die Kehrseite ist dann... man kann es halt nicht so kontrollieren wie so ein Zugang zu so einem Raum und dann, wenn der voll ist, ist dann halt voll und dicht. Da muss man dann mal gucken, wie es dann an einem vermutlich neuen Ort sein wird. Ja, liegt jetzt auch nicht so ganz in unserer Hand so. Da entscheiden halt die Engel quasi nach Sachlage vor Ort und nach ihren Erwägungen und Vorgaben und das, ja, haben wir da relativ wenig Einfluss drauf. Das, ich meine, welche Location es auch immer wird jetzt nächstes Jahr für den Kongress, müssen wir dann eh nochmal das ganz neu ausrechnen, wo da ein Sendezentrum reinpasst oder wie. So, haben wir noch was? War hier noch irgendwas? Wo zuckt die Hand? Keine Fragen? Überschwängliches Lob ist auch statthaft im Übrigen. Ja. Da können wir jetzt vielleicht mal hin überleiten. Genau. Dann werden wir jetzt mal hier überschwängliches Lob ausschütten. Erstmal sagen wir nochmal, wo ihr die Sachen findet, die ihr jetzt alle verpasst habt hier. Die erscheinen jetzt nach und nach auf mediaccc.de in der Rubrik Sendezentrum, auf dem YouTube-Kanal des Sendezentrums und für alles, was an dem Podcasting-Tisch, so wie er momentan noch heißt, passiert ist, gibt es in einem Feed, den Vanilla Chief angelegt hat, das alles passiert oder wird nochmal kommuniziert auf dassendezentrum.de. So, und jetzt kommen wir zu einer relativ länglichen Liste und ich würde jetzt alle bitten, die Lust haben und hier genannt werden und die sich auch einfach zugehörig fühlen und eine Show hier gemacht haben, auf die Bühne und ich fange mal an aufzuzählen. Also, vielleicht fangen wir erstmal mit dem Team an. Genau, mit dem Team. Genau. Also das Aufbauteam, Papillon ist schon weg, aber zum Beispiel der Lars und der kann mal auf die Bühne kommen. Dann die Kollegen vom VOG, stellvertretend der Peter, Danny Mo und Mo. Alle, die für Ultraschall gearbeitet haben. Studio Link hat uns hier das Streaming am Podcasting-Tisch ermöglicht. Für den Audiobereich Birte, Krass, Lix, Marens 2569, auch der Mo, Morgil, Morre, Roddy, Una, Munu, der Volker, ich glaube, du warst auch bei uns. Vom Podcasting-Tisch Erik, Rikscha Andi, Vanilla Chief, Max Snyder, Fernsehmüll. Unsere beiden Ansager auf der Bühne, Martin Rützler ist schon abgereist, aber der Matthias darf noch auf die Bühne kommen. Unsere Kameraengel, soweit sie hier noch zugegen sind und irgendwann mal eine Schicht hier gefahren haben. Unsere Videomixer-Engel. Unsere Crowd-Control-Engel, die hier die Gänge freigehalten haben, den Jan haben wir schon genannt. Das Podlove-Team, das Podigy-Team, die Podcast-Patinnen und auch in Personalunion das Deko-Team. Tine, Nele, Daniel, wer auch immer von den Podcast-Patinnen da noch da ist. So, wir danken allen vom Club, die den Kongress ermöglicht haben. Wenn wir jetzt noch jemanden vergessen haben, nicht böse sein. Alle, die eine Show hier gefahren haben oder am Podcasting-Tisch waren und noch Platz auf der Bühne finden dürfen, auch gern noch dazukommen, denn wir wollen gleich nochmal Ralf und Claudia zu Hause winken, die, wie gesagt, Nachwuchs bekommen haben und deswegen hier nicht auf dem Kongress sein können, sondern Ralf mit dem Nachwuchs die Teenager-Sexbeichte angucken muss und er befürchtet schlimme Spätfolgen für das Kind. So, alle nochmal auf die Bühne und dann würde ich sagen, winken wir nochmal in die Kamera und verabschieden genau. Uns vielen Dank. Vom Kongress. Das war's. Ich glaube, die Kamera ist es. Die Kamera. Nächstes Mal seid ihr wieder mit dabei. Macht's gut.
So, danke.